Moorböden landwirtschaftlich nutzen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun, wie das funktionieren soll, zeigt ein Pilotprojekt des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN. Die Idee: Entwässerte Moore, die meist landwirtschaftlich genutzt werden, geben hohe Mengen von Treibhausgasen ab. Das ist schlecht. Deshalb werden sie wieder vernässt. Der Clou an der Sache: Der CO2-Ausstoß lässt sich dadurch schnell verringern und im Moor wachsende landwirtschaftliche Pflanzen werden zu begehrten Produkten. Interessant ist gerade der Rohrkolben. Wir haben einmal den breitblättrigen Rohrkolben und den schmalblättrigen Rohrkolben. Diese Pflanzen haben besondere Eigenschaften. Sie haben so ein schwammartiges Gewebe, das sogenannte Erenchym. Und das macht das besonders interessant für die Herstellung von Dämmmaterialien oder auch für die Herstellung von Gartenbausubstraten. Aber diese Produkte sind noch nicht ausgereift und es gibt noch keinen Markt. Und zugelassen sind diese Produkte auch noch nicht. Insofern kann ein Landwirt das jetzt eigentlich noch gar nicht anbauen. Aber wir arbeiten dran im Rahmen von Projekten, damit Märkte aufgebaut werden und dann eben Landwirte daraus Geschäftsmodelle entwickeln können und das dann hoffentlich dann in Zukunft auch anbauen können. Produktketten aus Niedermoor-Biomasse heißt das Pilotprojekt. Die wiedervernässte Versuchsfläche liegt an der Landesstraße 119 zwischen Bad Bederkesa und Lintig. Gepflanzt wurden mehr als 5000 Rohrkolben und 2500 Stück gemeines Schilf. Wenn die Anpflanzung erfolgt ist, soll es 2 Vegetationsperioden, also 2 Jahre dauern, dass man tatsächlich sagen kann, das Schilf ist so weit ausgewachsen, dass es geerntet werden kann. 2 bis 3 Jahre. Je nachdem, was man eben halt angebaut hat, hat man Schilfhöhen bis zu 2 Meter und das kann dann ein paar doch geerntet werden. Bis zum Jahr 2030 wollen Bund und Länder die jährlichen Treibhausemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Moorflächen um 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente senken. Gerade für Niedersachsen bietet diese sogenannte Paludikultur viele Chancen. Ungefähr 10% der Landesfläche sind von Moorböden oder von organischen Böden bedeckt. Und gerade der Landkreis Cuxhaven, der hat sehr viele Moorböden. Und dadurch können wir eben die Treibhausgasbilanz des Landes damit eben auch senken. Die Testfläche ist die erste ihrer Art im Landkreis Cuxhaven. Ein wertvoller Baustein im Kampf gegen den Klimawandel.